Wir kommen zum zweiten Kapitel. So richtig Schwung in die Entwicklung dessen, was wir heute Analysis nennen, kommt in jener Periode, die man heute auch das Zeitalter der wissenschaftlichen Revolution nennt. Die wird meistens so mit dem Beginn der Herrschaft von Königin Elisabeth I. von England oder mit dem Wirken von Galilei anfangen gelassen oder mit dem Tod von Isaac Newton so ungefähr enden gelassen. Wissenschaftliche Revolution deutet schon an, dass da einiges weitergegangen ist, also dass da radikal neue Erkenntnisse und auch Vorstellungen über die Welt aufgekommen sind. In den Naturwissenschaften werden halt verschiedene Bewegungsprobleme gelöst. Freier Fall, Stoß, Wurf, Pendel. Und es wird sich nochmal neue Gedanken darüber gemacht, wie sich die Planeten so bewegen. Und dass vielleicht doch nicht die Erde da im Mittelpunkt steht, sondern man da annehmen sollte, dass da die Sonne drin ist. Und technisch passiert einiges. Urkran, Pumpe, Mühlen, Maschinen entstehen. Man hat sehr viel mit Bewegungsproblemen in der Mechanik zu tun. Und das, sagen jetzt hier Wussing und Alten, führt eben auch dazu, dass man in der Mathematik weggeht von nur einer Mathematik der statischen Größen, hingehen zu einer Mathematik der Variablen, der Veränderlichen, was man auch sehr deutlich merkt bei den Newtonschen Vorstellungen zur Differenzierbarkeit. Und in diese Zeit fallen dann die Entstehung des Funktionsbegriffs, der Infinitesimalrechnung und der analytischen Geometrie. Wir haben ja letztes Mal über Descartes zum Beispiel geredet, der ist eben auch in diesem Zeitraum. Alle, die jetzt kommen, also Kepler, Fermat, Viète, so, das ist alles in dieser Zeit, da ist halt richtig was weitergegangen. Kurz vorher, Renaissance, haben die halt angefangen, wieder die griechischen Klassiker zu lesen und jetzt entsteht sozusagen in dieser Zeit dann ganz viel wirklich neue Mathematik. Es entsteht relativ parallel eben von, insbesondere beeinflusst ja von Vieta, haben wir uns ja letzte Woche angesehen, dass man wirklich für die Algebra auch eine einheitliche Formelschreibweise findet und mit Regeln Formelausdrücke auflöst. Das passiert in dieser Zeit und ist auch so ein bisschen die Voraussetzung natürlich dafür, dass sich so analytische Techniken durchsetzen können. Bei dem Kepler, der jetzt gleich als erstes kommt, da gucken wir uns zum Beispiel nie die Originalbegründung an, weil das ist super kompliziert. Alles mit Worten hingeschrieben und total geometrisch und braucht mal ewig, bis man verstanden hat, was da eigentlich gemeint ist. So, und dann geht das aber immer näher an unsere heutigen Methoden ran. So, also hier Kepler, geboren und gestorben in Deutschland, aber größte Zeit tätig in Österreich. Ja. Sehr jung verheiratet mit einer etwas älteren Frau, die dann aber gestorben ist. Kepler musste nach einer Tätigkeit als Lehrer an der evangelischen Stiftschule in Graz dann aufgrund der Gegenreformation ein paar Jahre nach Prag fliehen. Das war nicht zwingend eine ganz schlechte Zeit. Er arbeitete dort als kaiserlicher Hofmathematiker. Können Sie sich ja selber überlegen, ob das besser oder schlechter ist als Mathematiklehrer in Graz. In Linz wieder verheiratet sich Kepler dann. Und der Umgang der Österreicher mit den Weinfässern auf seiner Hochzeit inspiriert ihn zu seiner heute berühmten Fassrechnung. Ich zitiere da mal direkt aus dem Vorwort. Als ich im November des Jahres 1613 meine Wiedervermählung feierte zu einer Zeit, da an den Donauufern bei Linz die aus Niederösterreich herbeigeführten Weinfässer nach einer reichlichen Lese aufgestapelt und zu einem annehmbaren Preise zu kaufen waren, da war es die Pflicht des neuen Gatten und sorglichen Familienvaters, für sein Haus den nötigen Trunk zu besorgen. Als einige Fässer eingekellert waren, kam am vierten Tage der Verkäufer mit der Messrute, mit der er alle Fässer ohne Rücksicht auf ihre Form, ohne jede weitere Überlegung oder Rechnung nach ihrem Inhalte bestimmte. Die Visierrute wurde mit ihrer metallenen Spitze durch das Spundloch quer bis zu den Rändern der beiden Böden eingeführt und als die beiden Längen gleich gefunden worden waren, ergab die Marke am Spundloch die Zahl der Eimer im Fasse. Ich wunderte mich, dass die Querlinie durch die Fasshälfte ein Maß für den Inhalt abgeben könne und bezweifelte die Richtigkeit der Methode, denn ein sehr niedriges Fass mit etwas breiteren Böden und daher sehr viel kleinerem Inhalt könnte dieselbe Visierlänge besitzen. Es schien mir als Neuvermählten nicht unzweckmäßig ein neues Prinzip mathematischer Arbeiten, nämlich die Genauigkeit dieser bequemen und allgemein wichtigen Bestimmung nach geometrischen Grundsätzen zu erforschen und die etwa vorhandenen Gesetze zu Lichte zu bringen. So, das steht in der Einleitung zu diesem
zu diesem Buch Neue Stereometrie der Weinfässer. Da geht es aber eigentlich nicht nur um Weinfässer. Das hat im Prinzip drei Elemente. Das erste ist die Zusammenstellung einer Zahl von Sätzen des Archimedes über Kreisfläche, Volumen und Oberfläche von Zylinder, Kegel und Kugelteilen. Was da eigentlich nur neu ist, also das sind lauter Sachen, die bei Archimedes in diesem über Zylinder und Kugel schon drin sind, ist, dass die hier mit quasi infinitesimalen Methoden nachgewiesen werden. Zum Beispiel diese Idee, dass man da die Kreis, dass man da so sagen kann, so, ah, wenn ich hier die Kreisfläche bestimme, kann ich da eigentlich die Dreiecke so abwickeln und kann dann sagen, da entsteht so ein Dreieck, das als eine Seitenlänge den Umfang hat und als andere Seitenlänge hat das dann den Radius und das ergibt quasi die Fläche des Kreises. Oder hier auch die Idee, dass man sich die Kugel vorstellen kann als aus lauter Zylindern zusammengesetzt, wenn man die möglichst klein macht und damit ans Kugelvolumen rankommen kann. Das ist da auch drin. Und dann das zweite sind die Ergänzungen zu Archimedes. Das ist eine Klassifikation der Körper, die durch Rotation von Kegelschnitten um eine Achse entsteht. Hier ist es jetzt mal nur für den Kreis dargestellt. So. Wenn Sie jetzt vorstellen, der Kreis dreht sich so, dann entsteht das, was Homer Simpson Donut nennt, der Mathematiker ein Torus. Und beim Dings heißt das halt ein Ring. So können Sie sich vorstellen, da draußen so einen Donut nehmen, der hat genau die Form. Und wenn man jetzt aber, wenn der Donut quasi in der Mitte gar kein Loch hat, dann entsteht dieser geschlossene Ring. Und jetzt kann man das natürlich über den geschlossenen Ring noch weiter schieben. Da müsste quasi die eine Hälfte von der Kugel so wegschieben. Und dann das nächste nennt er einen Apfel, kann man sich auch so ein bisschen vorstellen. Ne? Der Apfel, der hat ja da so eine gewisse Eindellung. Und wenn man jetzt weniger als den Halbkreis rotieren lässt, das nennt er dann eine Zitrone. Okay, also vielleicht auch vorstellen, dass das so von der Form ungefähr hinkommt. Und jetzt ist jeweils die Frage, wie kommt man eigentlich an deren Volumina? Und hier sind mal zwei Beispiele aufgestellt. Also das erste ist, dass er sagt, na ja, ich stelle mir das so vor bei diesem Torus oder Ring oder Donut. Ich schneide da jetzt so eine Scheibe raus, die kann man, glaube ich, sehen, wie so ein Kuchenstück quasi, wo nur in der Mitte nichts ist. Und jetzt muss ich mir das natürlich beliebig dünn vorstellen. Und dann sagt er, okay, wenn ich zwei solcher Dinger nehme, ne, dann, also jetzt könnte ich ja ein entsprechendes nehmen, wo das quasi genau andersrum da drauf passt. Und also im Mittel haben die dann sozusagen so eine Höhe T. Und wenn ich also auf jeden Fall müssen alle, die ich so aufeinander stapel von diesen Stückchen, die sehen ja alle aus wie das hier auf der Seite, die müssen natürlich in der Höhe dann genau gerade so hoch sein, wie hier quasi der Umfang ist von diesem Gerät. Also ist das genau, das Volumen ist dann Umfang von dem Torus mal die Kreisfläche. Stimmt auch. Ist halt nicht ganz präzise nachgewiesen, aber stimmt. Und bei dem Apfel ist die Idee, dass er sagt, ich schneide den quasi jetzt auch wieder auf und dann drücke ich den auch so in die Höhe. So. Und jetzt muss ich noch aufpassen, dann habe ich letztlich gar nicht so einen ganzen Zylinder, sondern ich habe das, was man einen Zylinderhuf nennt. Das ist, wenn man da so schräg durch den Zylinder durchschneidet. Also nur das Volumen hier unten drin. Das ergibt so einen halben Apfel, was da so unten drunter ist. Und dann überlegt er sich wieder, wie komme ich da dran? Und dafür zerschneidet er jetzt quasi diesen Zylinderhuf nochmal so in so unendlich dünne was sind denn das hier, Quader, ne? So, die da reingelegt sind. Und sagt dann wieder, das kommt einer anderen Figur gleich durch eine geometrische Überlegung und kann so dann das Volumen von dem Apfel bestimmen. So, was gerne dem Kepler zugeschrieben wird, aber wo zumindest hier der Herr Führer behauptet, dass das explizit nicht in der neuen Stereometrie der Weinfässer drinsteht, das ist die sogenannte allgemeine Fassregel, die auch Simpson-Regel heißt, die hier jetzt dargestellt ist im Text in der Form von Lambert. Und das ist aber nochmal 150 Jahre später. Setzet das Fass habe in der Mitte bei dem Spundloch noch einen Boden, der mit den beiden anderen parallel sein, messet den Raum aus, den der Wein auf diesen dreien Böden benetzt oder bedeckt. Der Raum des mittleren Bodens nehmet vierfach
und addiert dazu den Raum der äußeren Boden. Die Summe wird durch 6 geteilt und was herauskommt, mit der Länge des Fasses multipliziert. So wird das Produkt der Inhalt des Fasses sein, soweit es angefüllt ist. Das ist hier sogar also noch weiter. Da steht sogar, wenn das auch nur teilweise gefüllt ist, wird das Volumen so sein. Jetzt erstmal, dass man das mal als Formel gesehen hat. Also ich nenne mal den ersten Boden, nenne ich mal A, den mittleren Boden nenne ich M, den äußeren Boden nenne ich B. Dann stand da, ich soll 4-mal den mittleren Boden nehmen plus die beiden äußeren Böden und das Ganze geteilt durch 6 und das mal B minus A. Und das ist die berühmte Simpson-Regel, die übrigens exakt stimmt für alle. Können Sie auch für einen Zylinder nehmen, können Sie auch für Kegel nehmen, können Sie auch nehmen für eine Parabel. Da passt das immer ganz exakt und für andere Sachen liefert es gute Nährungswerte und wird heute, glaube ich, auch ganz gerne in der Analysis mal besprochen. So, die hatte er aber nicht und die stimmt auch noch, wenn man nur Teile nimmt. Jetzt sagt der Herr Führer, hat sich dann noch überlegt, wie kann man eigentlich eine Intuition haben, warum das ungefähr hinkommt, wenn man an so typische Fassformen denkt. Ja, das ist jetzt hier so, die so ein bisschen bauchig sind. In der Mitte könnte man sagen, naja, eine gute Intuition ist zu sagen, wir schneiden das mal in 6 gleich dicke Zylinder. Und wenn wir dann die äußeren so nehmen, wie die äußeren Böden sind, und die 4 in der Mitte nehmen wir immer so, wie der mittlere Boden ist, dann gleicht sich das so ein bisschen aus, was da drüber steht und was da drin ist. Und deswegen ist das eine ganz gute Näherung. So kann man Unterstufenschülern die Formel schmackhaft machen, weil da braucht man eigentlich gar kein infinitesimales Argument unbedingt. Was dann tatsächlich drin ist in dieser neuen Stereometrie der Fässer, sind Überlegungen zur Stereometrie des österreichischen Weinfasses im Besonderen. Ja, das hat es ihm halt angetan gehabt, das österreichische Weinfass. So, und da formuliert er folgenden Lehrsatz, das optimale Weinfass, also optimal für den Trinker, nicht für den, der es befüllt, sagen wir es mal so, unter allen Zylindern mit gleichen Diagonalen ist derjenige der größten, dessen Basisdurchmesser sich zur Höhe verhält wie Wurzel 2:1. So, ja, ich mal mal. Also hier sehen Sie, was damit gemeint ist. Also hier haben Sie mal so ein zylindrisches Weinfass. In der Mitte wäre jetzt noch so ein Boden, da oben ist das Spundloch. Jetzt geht der da mit der Visierrute rein. Also normalerweise sind halt Böden und sagt, tschack, hier oben kann ich jetzt ablesen, wie viel Liter, beziehungsweise setzt das dann auch nochmal in die andere Richtung und sagt, und so viel Liter sind in der anderen Hälfte drin. Und jetzt war dem Kepler klar, dass das ja ein gewisses Problem ist. Also der misst ja eigentlich hier die Diagonale. Ja, der misst ja nicht wirklich, wie viel Liter da drin sind. Wenn Sie jetzt aber hingehen und machen das ganz dünn, da ist da viel weniger Volumen drin mit derselben Diagonale. Und jetzt kann man fragen, wie sieht eigentlich das Weinfass aus, so, wo sozusagen bei gegebener Diagonalenlänge hier das maximale Volumen drin ist. So. Das ist jetzt das Problem, das gelöst werden soll. Ich mache mal das eine Bildchen ab. Wir machen das jetzt aber nicht mit Kepler-Methoden, sondern mit Methoden der Oberstufe. So. Und weil ich schon so lange nicht mehr in der Oberstufe war, habe ich einen Spickzettel mit. So, gut. Also, wir betrachten jetzt mal, an sich ist das hier natürlich so Fässle. Ne? Gut, also wir schauen uns das jetzt mal an. Das Volumen von diesem Fässchen hier ist Pi, wenn das hier D ist, die halbe Quadrat, ergibt die Grundfläche. Und die Höhe ist H mal H. So, was braucht man denn noch, wenn man so eine Optimierungsaufgabe löst? Ich schreibe das mal hin, damit Sie es noch besser sehen. Wenn Sie so an die Schulzeit zurückdenken, was macht man jetzt? Nebenbedingungen brauchen wir eine, oder? Das hier nennen Sie, glaube ich, Hauptbedingungen in der Schule. Ist im Allgemeinen eine Funktion, die von zwei Veränderlichen abhängt. Und jetzt suchen Sie ein Extremum unter einer Nebenbedingung.
ich glaube, die meist, also so unrestringierte Maxima von Funktionen in zwei veränderlichen Nachbarn ja normalerweise in der Schule nicht, sondern da, sie haben immer eine Nebenbedingung. So, jetzt wissen wir, die Nebenbedingung war aber, dass die Diagonale immer gleich ist. So, das können wir jetzt aufschreiben. Wie lang ist die Diagonale? S Quadrat ist gleich D Quadrat plus H Quadrat, oder? Nach Pythagoras, also habe ich jetzt nicht schön gezeichnet, aber wenn das hier so, hier oben ist der Punkt, wo das alles durchgeht, dann stimmt wieder alles. So. Ja, das ist so ganz genau, kommt es nicht. Gut, jetzt müssen wir, was macht man jetzt normalerweise? Was hätten Sie denn gerne raus, das D oder das H? Ich würde sagen, wir machen das D raus. Also es ist eigentlich gehopst wie gesprungen. Wurzel aus H Quadrat minus S Quadrat. Sie denken nur eben mit, ich mache nichts falsch bis jetzt. Ist so, glaube ich, cleverer, weil da haben wir ein Quadrat drin stehen, dann flutscht das gleich wieder weg. Kommt mir vernünftiger vor. Oh, ja, ja, danke sehr. S Quadrat minus H Quadrat. Ich hätte wahrscheinlich auch irgendwo ein Radiergummi. Ja, egal. Gut, jetzt setzen wir das ein. Also V von H ist gleich Pi mal S Quadrat minus H Quadrat durch 2 Wurzel aus in Klammern zum Quadrat mal H ist also gleich Pi Viertel mal da fällt ja einfach die Wurzel nur weg, ne? Da bleibt einfach nur stehen S Quadrat minus H Quadrat mal H, also S mal H minus H hoch 3, oder? Schauen wir mal nach, hat der Dankwärts auch rausbekommen, dann wird es wohl stimmen. So, und das muss man jetzt da muss man jetzt gucken, ne? Dann ist V' von H ist gleich Pi Viertel minus 3H Quadrat plus S Quadrat. So, also ist V, wenn das jetzt 0 werden soll, würde ich mal sagen, das ist für H gleich 1 durch dritte Wurzel, 1 durch Wurzel aus 3 mal S der Fall. Das Pi Viertel kratzt ja eh nicht. Das können wir direkt wegkürzeln. Und dann, wenn man jetzt noch wieder einsetzt, kommt also für D mit der Formel hier oben, kommt dann für D raus Wurzel 2 durch Wurzel 3 mal S. Das S ist halt irgendeine Konstante. Wir hatten ja gesagt, Visierroute konstanter Länge. So, und jetzt sieht man da vielleicht, wenn man Wurzel 2 durch 1 durch dritte Wurzel aus 3, nochmal, wenn man Wurzel 2 durch Wurzel 3 teilt durch 1 durch Wurzel 3, dann steht das im Verhältnis Wurzel 2 zu 1. Und das war genau die Behauptung. So, was hat jetzt den Dings so überrascht? Mit Erstaunen stellte Kepler nun fest, dass die österreichischen Fässer, also die, mit denen er es zu tun hatte, in sehr guter Näherung mit der optimalen Form übereinstimmten. Da war er zufrieden und merkte bewundernd an, ich möchte fast glauben, dass einst in Österreich ein sehr hervorragender Geometer gelebt hat, der Böttcher jenes lehrte, wenn mich nicht der Umstand davon abbringen würde, dass Spuren dieses sehr schönen Satzes sich nirgends in geometrischen Büchern finden und dass die Art der Konstruktion eines Fasses, so viel ich weiß, am Rhein und in anderen weinbauertreibenden Ländern nicht gebräuchlich ist. Dort werden nämlich nur längere Fässer gebaut. Bla 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 bla. So. Und was auch interessant ist, jetzt schlägt halt wieder die Analysis zu. Jetzt sind natürlich die Fässer nicht genau Zylinder, beziehungsweise die Form hat vielleicht nicht genau gepasst, aber Sie kennen das ja, wenn Sie jetzt an so eine Ableitung denken, an der Extremstelle Ableitung gleich Null. Kleine Veränderungen der Stelle führen dann nur zu sehr, sehr kleinen Veränderungen der Funktionswerte. Das heißt, kleine Abweichungen von dieser optimalen Form wirken sich im Volumen kaum aus. Also noch weniger als die Größe der Abweichung. Das heißt, in der Nähe des Optimums hat man einen gewissen Spielraum immer, wo sich das nicht viel gibt. Und deswegen kann man auch bei leicht unterschiedlich förmigen Weinfässern das dann immer noch mit dieser Visiermethode machen.
So, jetzt kommen wir zu, geht's nach Italien, zu Bonaventura Cavalieri, Schüler Galileis und ansonsten mathematischer Autodidakt, wie gar nicht so wenige, die wir später sehen werden. Also irgendwie so, wenn man sich mit Wissenschaft beschäftigen möchte, dann ist zu dieser Zeit immer ganz gut, wenn man mit der Kirche ganz gut stellt sich. Und hier zum Beispiel Mitglied des Jesuitenordens, dann ab 1619 vertretungsweise Professur in Pisa und ab 1629 Professur in Bologna. Bei Newton zum Beispiel auch, der musste, bevor der da Professor werden konnte, musste man damals ein Zölibatsgelübde ablegen. Also das ging das gar nicht. Und eigentlich hätte der auch quasi kirchlich lehren müssen, hat sich dann aber irgendwie geweigert und ist damit durchgekommen. Der hatte irgendwie so einen Streit mit der offiziellen Lehrmeinung. Der meinte, diese ganze Sache mit der Dreifaltigkeit, das könnte man eigentlich nicht aus der Bibel rausziehen. Das wäre den Christen später mal irgendwie untergejubelt worden. Und das war nicht so populär zu der Zeit. Dann hat er irgendwie eine Dispens bekommen von seinen kirchlichen Verpflichtungen. Aber das war schon Newton. Hier jetzt erstmal Cavalieri. So, nach dem benannt und aus dem Buch Geometrica Indivisibilibus Continuorum stammend das Cavalieri-Prinzip, hier ohne Quellenangabe aus dem Buch von Thomas Sonnard zitiert, in moderner Notation und so, dass man wenig versteht, an sich zwei Prinzipien. Das kollektive Prinzip sind E1 und E2 ebenen Figuren mit indivisiblen L. Das muss man sich als Linien quasi vorstellen, wenn es um Flächen geht. So folgt für zwei Zahlen Alpha, Beta größer 0 aus, wenn die Summe der Indivisiblen der ersten Figur durch die Summe der Indivisiblen der zweiten Figur das Verhältnis Alpha zu Beta ergibt, dann stehen auch die Flächeninhalte in diesem Verhältnis. Also wenn ich zeigen kann, für zwei Figuren stehen alle Linien, kann ich immer Linien finden, die in einem konstanten Verhältnis Alpha zu Beta stehen, dann gilt das auch für die ganze Figur. Und dann gibt es das distributive Prinzip, das ist uns etwas geläufiger. Ist E eine ebene Figur und R eine räumliche mit zugehörigen Indivisiblen? Das sind im Fall der ebenen Figur Linien und im Fall der räumlichen Figur ebene Flächen. Dann sind zwei ebene Flächen, E1 und E2, flächengleich. Wenn gilt, die Summe aller Indivisiblen der ersten Figur ist gleich die Summe der Indivisiblen der zweiten Figur. So gucken wir uns gleich auch an, wie das ausschaut. Und bei zwei räumlichen Figuren genau dasselbe. Dass da 1 und 2 steht, wichtiger Hinweis, sind übrigens keine Potenzen, sondern das soll einfach nur heißen, die Indivisiblen der ersten Figur und der zweiten Figur ist halber bei dem Sonnard genauso drin. So, und das kann er zum Beispiel benutzen, um zu zeigen, dass das Integral von 0 bis 1, also die Fläche unter beliebigen x hoch n Funktionen, immer genau 1 durch n plus 1 ergibt. Das zeigt er damit, das schauen wir uns aber nicht an. Wir gucken mal, wie das heute in Schulbüchern, wo das noch Unterrichtsthema drin ist, also 9. Klasse Realschule in Deutschland, da ist das mal dargestellt. So schreibt man heute in der Regel diesen Satz von Cavalieri, in der Ebene und mit Linien benutzt man das gar nicht, aber man benutzt das in dieser Form. Liegen zwei Körper zwischen zueinander parallelen Ebenen und werden sie in jeder zu E parallelen Ebene so geschnitten, dass gleich große Schnittflächen entstehen, so haben die Körper das gleiche Volumen. Damit kann man zum Beispiel ganz leicht beweisen, dass die geraden Körper, die man ja üblicherweise in Österreich in der Unterstufe nur behandelt, genau dasselbe Volumen haben wie die schiefen Körper. Das wird dann in der Regel von Lehrern, die halt mit Kopf, Herz und Hand arbeiten, mit so einer Packung Spielkarten oder wenn sie Trinker sind, mit einer Packung der entsprechenden Deckel visualisiert, dadurch, dass man diesen Kartenstapel zur Seite kippt. Und dann sagt so, da wird sich ja jetzt das Volumen nicht verändert haben. Aber ne, jetzt muss man sich die natürlich im Prinzip unendlich dünn vorstellen, damit man damit tatsächlich auch an ordentliche Körper drankommt. So, und ein ganz bekannter Beweis, den Sie sich mit viel Zeit und Lust auch mal auf GeoGebra.org dann angucken können, ist dieser, dass man sagt, man kann vergleichen das Volumen einer Halbkugel, wo irgendwie
zum Beispiel der Archimedes das mit so einer sehr komplizierten mechanischen Begründung geklärt hat, das Volumen einer Halbkugel mit, wenn man einen Zylinder nimmt, der genauso hoch ist und dieselbe Grundfläche hat wie die Halbkugel, und jetzt schneidet man einen Kegel da in der Mitte raus. Dann kann man zeigen, dass in jeder Schnittebene diese blaue Fläche, die innen, also diese von der Halbkugel, genauso groß ist wie die Fläche von diesem Ring, der da außen ist, der entsteht, wenn Sie aus dem Zylinder diesen Kegel herausschneiden. Kann man ganz gleich nachweisen mit den entsprechenden Formeln. Und dann sagt man, okay, die beiden Figuren haben in jeder Schnittebene gleich große Schnittflächen, also haben die auch dasselbe Volumen. Und dann geht das leicht, wenn man schon weiß, was das Volumen von dem Zylinder und was das Volumen von dem Kegel ist, weil dann weiß man, naja, aha, da ist das ja wohl, der eine hat 3/3 Grundfläche mal Höhe, der andere hat 1/3 Grundfläche mal Höhe, also hat dieser Körper, wo das rausgeschnitten ist, 2/3 Grundfläche mal Höhe. Und die, wenn Sie jetzt überlegen, Halbkugel, ne, Grundfläche, Pi r Quadrat, 2/3 stimmt noch nicht ganz, muss man noch die andere Halbkugel dazu nehmen, ist man bei 4/3, eher auch 3, dann hat man es. Ne? So kann man das dann nachweisen. Und das ist im Prinzip, steht dahinter diese indivisible Methode. Und der Cavalieri hat sich das halt wirklich so gedacht, so, also, naja, die Halbkugel, die ist halt aus so unendlich dünnen Schichten zusammengesetzt. Und ich hatte ja schon mal so aus Scherz erwähnt, dass halt diese indivisiblen Vorstellung hat halt so ein paar Probleme. Das ist dieses, wenn man ein indivisibles Taschentuch hat, dann kann man in einen Koffer unendlich viele Taschentücher reinstecken, weil eins passt sicher immer noch rein. Und irgendwie widerspricht das aber so unserer Vorstellung, wenn man unendliche Dinge aufeinander addiert, die auch noch alle gleich sind, was hier ja ist, und nicht irgendwie immer dünner werden. Wie entsteht sozusagen, also die andere Frage ist, wie entsteht denn eine Linie aus lauter Punkten? Sie sagen, ein Punkt ist, was keine Teilung und keine Ausdehnung hat. Jetzt gebe ich einen zweiten Punkt dazu, hat das immer noch keine Ausdehnung. Gebe ich einen dritten dazu, hat das ja immer noch keine Ausdehnung. Aber trotzdem soll die gerade aus lauter Punkten bestehen. Da merkt man, dass das irgendwie schwierig ist. Also so kann man sich das im unendlich Kleinen anscheinend eigentlich nicht wirklich gut denken. So, jetzt Pierre de Fermat. Das ist so, heute gibt es ja immer Leute, die zum Beispiel beweisen wollen, dass der Kreis doch quadrierbar ist und so. Und die schreiben dann als Hobby-Mathematiker alle möglichen Fakultäten an. Jetzt könnte man böse sagen, Fermat war auch so einer. Also der hat das nie studiert und nie einen Job als Mathematiker gehabt, war aber ein ganz begabter Freizeitmathematiker, hat eigentlich Zivilrecht studiert, war dann irgendwie erst Anwalt in Bordeaux, dann ist irgendwie sein Vater gestorben. Dann hat er sich einen Adelstitel gekauft von dem ganzen Geld, was er da geerbt hat. Und dann war auch irgendwas im Parlament. Also dieses DE soll nicht heißen, dass er den in Deutschland hat, sondern ab dann hieß er Pierre de Fermat. Vorher hieß er nur Pierre Fermat. Und stand unter anderem in engem Kontakt mit Mersenne. Sie haben vielleicht schon mal von Mersenne-Zahlen gehört. Hatte irgendwie so einen Disput mit dem Descartes. Die haben sich nicht so gerne gemocht. Also der Fermat hat halt wenig von dem gehalten, was der Descartes gemacht hat und umgekehrt, aus irgendeinem Grund. Und stand aber in einem sehr engen Briefwechsel mit dem Blaise Pascal, der in Paris saß. Und aus diesem Briefwechsel ist dann die Stochastik entstanden, wo wir heute aber die Geschichte, weder die Geschichte der Zeugung noch der Geburt uns anhören werden. So, was ist bei dem Fermat verblüffend? Ja, eigentlich ist hier so ein Nukleus dessen, was dann bei Leibniz und Newton passiert, schon drin. Es gibt so eine Arbeit, die heißt Abhandlung über Maxima und Minima. Und da ist unter anderem das folgende Problem beschrieben, was schon auf Apollonius von Perge, also dem mit den Kegelschnitten, zurückgeht. Die Strecke AC sei in E so zu teilen, dass AE mal EC ein Maximum sei. Ein bisschen scharf nachdenkt, stellt man dann fest, das ist einfach wieder nur die Frage, unter allen Rechtecken, welches hat den größten Flächeninhalt. Aber wenn Sie jetzt das EC mal so um 90 Grad nach oben drehen und dann sich fragen, was da der Flächeninhalt ist, dann haben Sie ja ein Rechteck. Und jetzt ist die Frage, wie muss ich, wenn ich konstanten Umfang habe, wie muss ich die Seiten vom Rechteck wählen, sodass der Flächeninhalt möglichst groß wird. Da wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, dass das Quadrat ist.
Jetzt, wie kommt der da drauf? Der Fermat, der macht das so, wir setzen die Strecke AC, nennen wir mal B, also das Gesamte. Eines der Segmente soll A sein, dann ist das andere B minus A. So weit logisch. Und das Produkt dessen ist dann natürlich A mal B minus A, also B A minus A Quadrat. Sei jetzt AE das erste Segment von B und das zweite wird dann B minus A minus E. So, was macht der? Der wackelt jetzt so ein Stück und sagt, okay, ich verändere das um ein kleines e. Dann ist das erste A plus E und das zweite ist B minus A minus E. Und das Produkt der Segmente ergibt dann eben BA minus A Quadrat plus BE minus 2AE minus E Quadrat. Das ist quasi einfach nur in die obere Gleichung statt A immer A plus E eingesetzt. Es muss dem Vorangegangenen gleichkommen. So, was ist da die Idee? Wie kommt er eigentlich auf die Idee, dass es dem Vorangegangenen gleichkommt? Der denkt sich dieses E als eine kleine, also das steht da nicht, aber so interpretiert man das, der denkt sich das als eine kleine Abweichung. Der sagt, wenn ich so ein bisschen das ändere, hat das eigentlich keinen Effekt auf den Flächeninhalt. Wieder mit der Intuition, in der Nähe von dem Maximum wirken sich kleine Änderungen so gut wie gar nicht auf den Wert des Ergebnisses aus. So, also er sagt jetzt, das kommt dem gleich. Genau dasselbe Prinzip sehen wir nachher noch fünfmal. Also unterdrücken wir jetzt alle gemeinsamen Terme. Das heißt, der kürzt in dieser ersten Gleichung BA minus A Quadrat plus BE minus 2AE minus E Quadrat, schmeißt er halt BA und minus A Quadrat einfach raus, bleibt über BE minus 2AE minus E Quadrat. So, und da schreibt er noch ein bisschen anders hin. Also, und hier ist jetzt nur noch ein ungefähr gleich, weil die ja nicht wirklich gleich waren, die beiden, sondern nur ungefähr gleich. BE muss also ungefähr gleich sein wie 2AE plus E Quadrat. So, jetzt sagt er, okay, da kann ich mal das E kürzen. Und jetzt kommt halt dieses, wo dann lange Zeit drüber gestritten wird. Um das kürzen zu dürfen, muss ich natürlich voraussetzen, dass das E ungleich 0 ist. Sonst dürfte ich ja eigentlich nicht kürzen. Also wird dadurch gekürzt, dann bleibt B ungefähr gleich 2A plus E über und jetzt wird das E unterdrückt. Und die Idee ist jetzt natürlich, naja, das E ist zwar nicht ganz 0, aber das ist ja so ungefähr 0, also darf man das auch weglassen. Und das ist quasi diese ganze Unsicherheit, die sich über die Geschichte der Analysis trägt und wo dann auch der Barclay rumgemotzt hat, dass er gesagt hat, naja, ihr macht euch das immer so, wie ihr es gerade gut findet. Solange das für euch praktisch ist, anzunehmen, das E ist nicht 0, sagt ihr, das E ist nicht 0 und man darf dadurch dividieren und so weiter. Und solange ihr sagt, ach, das ist aber fast 0, lasst ihr es dann einfach weg. Das ist keine ordentliche Mathematik. So, aber der Witz ist, es funktioniert halt trotzdem, ja. Das ist zwar irgendwie, steht auf sehr tönernen Füßen argumentativ, aber es funktioniert. Und das hat sozusagen auch den Erfolg der Methode ausgemacht. Und dann kam die Frage, da die theoretischen Grundlagen abzusichern. Da hat man sich da mal so 150 Jahre Zeit gelassen und hat aber vorher schon ganz viel mit den Dingen gerechnet. So, und hier ist das quasi schon im Nukleus vorhanden. Dasselbe kann man auch für die Tangenten an Kurven benutzen, wo man dann auch wieder sagt, so jetzt, wie ist das hier gemacht, das will ich gar nicht im Einzelnen erzählen. Das kann man sich dann auch zu Hause mal durchlesen auf der nächsten Folie. Hier macht man die Tangente an die Parabel. Und die Behauptung ist, wenn man das so macht, dann schneidet die das in dem Punkt E so, dass das Verhältnis CD genau DE ist. Also DE zu CD zu DE ist gleich 1, ist die Behauptung, beziehungsweise CD zu CE ist gleich 2. So, das ist die Behauptung, die er da zeigen will. Und jetzt wird das wieder so gemacht, dass man sagt, okay, wir betrachten jetzt noch einen anderen Punkt I, der liegt hier auf der Tangente, ja. Und das ist ja auch wieder so, dass der Unterschied CI ist eigentlich vernachlässigbar. Also er wird dann irgendwann, er nimmt wieder den Unterschied hier CI, nennt er E. Und dann sagt er, ach, das ist ja eigentlich auch wieder fast Null. Und kommt dann tatsächlich mit der Methode auch zu dem Ergebnis, dass A gleich 2D ist. Also dass hier genau diese Strecke CE doppelt so lang ist wie CD. Und wenn man Lust hat, kann man das auch mal mit ganz normaler Ableitung ausrechnen. Und mit in die Tangente einsetzen und dann kommt man auch darauf, dass wenn man an eine Parabel eine Tangente zeichnet, dann tatsächlich hier das E immer genau der negative, wenn man eine Parabel nimmt, die durch den Nullpunkt läuft, ist das E hier immer genau der negative Funktionswert. Den Nachweis mit diesen Methoden werde ich jetzt im Einzelnen nicht durchgehen.
Den können Sie sich ja selber einmal auf der Folie in Ruhe anschauen. Ich möchte an dieser Stelle vielmehr auch das zweite Kapitel beschließen, denn wir haben ja noch zwei weitere vor uns.